Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir das Thema Körperbewusstsein ausgewählt, von Anfänger zur großen Meisterschaft. Und wir möchten Sie hier gleich mit auf eine Reise mitnehmen. Bleiben Sie dran, nach dem Intro geht's weiter. Da sind wir wieder und jetzt darf ich auch Ihnen zeigen, mit wem wir heute auf die Reise gehen. Es ist nämlich ein Arzt aus Zürich, der Doktor mit Christian Larsen. Ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Ja, sehr gerne. Ich stand hier gerade auf dem Schlauch. Sehr gerne. Also, ist mir schon klar, Körperbewusstsein ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber du hast es so schön gesagt, vom Anfänger zum Profi. Ich könnte mir jetzt darunter einfach mal eins vorstellen. Das Leben ist ja, also im Bauchgefühl zum Beispiel entwickelt man ja auch, als Anfänger hat man noch keins und irgendwann merkt man, man muss auf Gewinne hören und dann ist es auch gut. Ja, das war so ein klein meine Reflexion, was ich gerade unter diesem Titel verstanden habe. Und jetzt gebe ich dir mal das Wort. Wie erklärst du das? Also wenn du ein Bauchgefühl hast und darauf hörst, dann hast du in diesem Moment eine partnerschaftliche Beziehung zu deinem Körper. Und das ist eigentlich das Ziel. Aber das ist auch eine Lernkurve. Das ist eine Lernkurve. Ich hatte das früher nie gemacht. Ja, ja. Das ist eine Lernkurve. Da habe ich da rational entschieden und den da unten ignoriert. Genau. Und meine Frau ist umgekehrt. Das ist eine Stufe vorher, oder dass der Kopf entscheidet und der Körper muss erdulden, was immer der Kopf will. Ja. Und dann gibt's aber noch eine Stufe vorher, nämlich dass der Körper entscheidet und das Bewusstsein ist dem ausgeliefert. Und diese Essen von süßen Dingen, ne? Ja. Beispielsweise, ja. Und ich glaube, weißt du, dass wenn wir bewegen uns ja, wir haben einen Körper oder sind ein Bewusstsein. Und dass es für viele Menschen, das ist meine Erfahrung, extrem hilfreich ist, wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Körperbewusstseins, wenn man das versteht. Und da gibt's ja ganz viele Meinungen, da kann jeder ja sagen, was er will, da gibt's auch Schulen und Erfahrungswerte, es gibt Traditionen. Aber es gibt eine Orientierungshilfe, oder? Das ist einfach, wenn man bei der Entwicklungsphysiologie des Neugeborenen und nachher schaut, oder wie sich das dann weiterentwickelt bis zum Erwachsenen und dann schaut in der Soziologie, Psychologie, wie geht das weiter? Da hat man eigentlich ein gut validiertes Modell, ja, wie sich das Körperbewusstsein entwickelt. Und das würde ich jetzt gern mit dir anschauen. Bitte. Also das fängt an beim Neugeborenen. Das musst du dir mal vorstellen, als Neugeborener, als Säugling, wie das ist. Du bist dem Körper total aufgeliefert. Der schreit, wenn es kalt ist, wenn er Hunger hat, dann muss er was zu essen, dann sind die Windeln nass, oder? Du hast eigentlich nichts zu sagen und musst Schritt für Schritt lernen. Also du bist von deinem Bewusstsein ein Pionier. Du musst, wie man das vom Film her kennt, oder? Plötzlich bist du mit deinem Bewusstsein in einem Avatar, den du nicht kennst, oder? Und musst jetzt den lernen, diesen digitalen Avatar zu steuern mit deinem Bewusstsein. Schönes Beispiel. Gell? Mhm. So, das hat man ja eindrücklich in diesem Film. Ja, ein toller Film hat man gesehen, oder? Und so ist es als Neugeborener. Du musst zuerst mal schauen, oder du musst den Kopf kontrollieren, du musst mit den Augen fixieren, oder? Da musst du können gerade sitzen, da musst du deine ersten Schritte machen, oder? Also so lernst du als Pionier in deinem eigenen Körper, musst du dich erziehen und schulen, oder wie du damit umgehst. Und leitend sind dabei alle körperlichen Empfindungen. Wenn du Hunger hast, merkst du irgendwie da was im Magen. Wenn es zu kalt ist, merkst du, es ist kalt. Wenn die warme Decke kommt, wenn das Licht angeht, wenn du Mama siehst, oder das Sinneseindrücke, das geht alles primär über Empfindungen, ja, und Wahrnehmung der Sinnesorgane. Und dann kommt die zweite Stufe, so im Alter von 2, 3, du beginnst Gefühle zu entwickeln. Also beispielsweise, du hörst Klick, die Tür geht zu, es wird dunkel, ich bin alleine, Mama ist weg, oder? Und jetzt kriege ich ein bisschen Herzklopfen, oder? Jetzt fühle ich mich alleine, weil ich Mama haben möchte, oder? Und dann beginne ich zu schreien. Und dann wird das abgespeichert, diese Kombination. Also ich habe Herzklopfen, vielleicht ein bisschen Schwitzen und es ist dunkel und so, verdichtet sich dann zu dem Gefühl Angst. Oder ich fühle mich alleine. Angst, alleine im Dunkeln. Ja, alleine im Dunkeln, oder? Und so entstehen dann Gefühle, eben wie Angst, ja, oder Angst ist eigentlich ein gutes Beispiel, oder so. Und um aus diesem, also die Lösung
von dieser Angst ist dann die Fürsorge, das Vertrauen oder die Liebe, Mama kommt wieder, oder? Dass ich lerne damit umzugehen. Ja. Und wenn ich dann älter werde, so dieser biologische Meilenstein von Zahnwechsel und Einschulung im Alter von 6-7 Jahren, dann ist das nächste, was passiert, dass ich die sogenannten sekundären empfühle. Ein typisches Beispiel sind Schuldgefühle. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben Schuldgefühle hatte. Weil ich wusste vorher nicht, was das ist. Schuldgefühl, oder? Da hat mein Papa gesagt, hol mir eine Flasche Bier. Ich bin runtergegangen, Keller war ganz stolz, habe aber die Flasche fallen lassen, alles nass, alles Scherben. Und mein Papa, oder war sonst wirklich ein lieber Vater, kann mich nicht beklagen. Aber da hat er mich zusammengestaucht, verbal, oder? Und dann habe ich einfach gemerkt, ich hatte kein Schuldbewusstsein, weil ich wusste, ist mir einfach passiert. Ich habe das nicht extra gemacht, oder? Aber da habe ich gemerkt, upsla, jetzt ist nicht gut. Und das ist das Schlüssel, die Schlüsselqualität der Schuldgefühl, dass man einfach ein ungutes Gefühl hat. Ich fühle mich unwohl. Ja, wenn ich Angst habe, das ist einfacher zu identifizieren, oder? Aber die Schuldgefühle, oder? Die sind viel schwieriger zu fassen. Viele Menschen sagen aber, ich habe keine Schuldgefühle, oder sie ertrinken in ihren Schuldgefühlen. Und die Lösung, ja, die ich habe, oder um mit den Schuldgefühlen umzugehen, ist, dass ich einfach sage, ich lerne daraus. Das ist wirklich die Lernsituation. Okay, das nächste Mal, wenn ich eine Bierflasche, dann halte ich sie so fest, mache das Licht an, schaue, wo ich hinlaufe, dass sie mir nicht aus der Hand fällt. Und diese erste Phase, dass ich mit all meinen Empfindungen klarkomme und dass ich all die Gefühle, die der Körper produziert und die sekundären Gefühle, die Schuldgefühle und so, sind dadurch charakterisiert, dass ich dem Körper ausgeliefert bin. Es kommt einfach so und ich muss irgendwie klarkommen damit. Und wenn ich dann 20 bin oder 22, die Pubertät hinter mir habe, da gibt's noch mal so einen Schub, oder? Dann kehrt sich's um. Dann bin ich der Herr im Haus und der Körper muss machen, was ich will. Das ist dann typisch das Alter, wo ich eine Freundin habe, ich lerne einen Beruf, ja, ich studiere, schließe mein Studium ab, ich kann mein eigenes Leben in die Hand nehmen, oder? Und dann kehren sich die Verhältnisse 180 Grad um. Vorher war mein Bewusstsein, das sich entwickelt hat, meinem Körper ausgeliefert, und jetzt befiehlt der Kopf dem Körper, was zu tun ist. Mhm. Oder es leuchtet ein. Ja, ja. Oder? So ist das einfach. Und da gehen alle durch. Ich kenne niemanden, der das nicht der Fall ist. Aber genau hier entwickeln sich ja unfassbar viele Traumas innerhalb von solchen, klar, Gegebenheiten, wo ich ja dann ein Leben lang mitschleiche. Also speziell das Flasche-Schuldgefühl. Also meine, ich finde das immer wieder schlimm, wenn man ein Kind Schuldgefühle gibt, jetzt durch die Flasche, die runterfällt. Klar, weißt du, und wir alle, ja, sind, man spricht so von 20.000, ein gesundes Kind, ein glückliches Kind, oder 20.000 solche Brüche, oder, die stattfinden im Erleben, oder? Und was schon eben passiert? Jeder. Sagen die Psychologen. Boah. Ja. Und wir stecken das einfach weg. Ja, also, oder auch nicht. Ich meine, es prägt ja auch die Seele. Es prägt und es geht nichts vergessen, es wird alles gespeichert. Und wenn der Chef irgendwann mal sagt, jetzt kannst du das immer noch nicht, dann weiß ich auch nicht, wie ich das verknüpfe, mit welcher Kindheitsgeschichte. Dann haut er wieder in die Kerbe rein, ja. Genau. Ja. Und dann bin ich wieder da. Dann wird das reaktiviert. Ob ich dann wieder da bin, ist eine andere Frage. Mhm. Aber es wird reaktiviert. Aber das Entscheidende ist, oder, zu erkennen, aus dieser Abhängigkeit vom Körper arbeite ich mich Stück für Stück raus, dass ich das irgendwie manage. Und wenn ich sage mal, als Pionier Mut entwickle, wenn ich im Umgang mit der Angst Liebeskraft entwickle und wenn ich im Umgang mit Schuldgefühlen, diesen Geschichten, Lernfähigkeit entwickle, dann ist das die ideale Entwicklung. Mhm. Oder? Wenn ich aber nie lerne, oder, wirklich mit meinen Empfindungen, Gefühlen umzugehen, oder, dann bleibe ich da immer noch stecken. Und ich habe auch heute noch Patienten, oder, die kommen, wenn sie haben Schmerzen am Knie, und im Umgang mit ihrem Körper sind sie in diesem Stadium von ganz primärer Bedürftigkeit dominiert durch die Empfindungen und die Angstgefühle damit verbunden sind, mhm, oder? Und dann weiß man, diesen Patienten kann man jetzt, muss man helfen, ja, die anleiten, ja, wie sie damit umgehen können. Also muss man klare Übungen geben, Erklärungen geben, oder wie sie mit diesen Schmerzen umgehen können, dass sie das
nachholen können im Umgang mit dem Körper, was sie in der Kindheit und in der Jugend nicht gelernt haben. Aber jetzt machen wir den Wechsel. Wenn ich die Selbstständigkeit erreicht habe, dann hat auch das hat auch so drei typische Phasen mit spezifischen Herausforderungen. Das erste ist, jetzt bin ich der Chef, jetzt gilt Kontrolle. Oder jetzt muss der Körper das machen, was ich will. Da gibt es zwei Formen. Das eine ist, dass ich den Körper fordere. Das sind dann die Marathonläufer, die Ironman oder so. Oder ich kann auch 14 Stunden am Computer sitzen oder und arbeiten. Der Körper sagt, hier tut weh, ich muss mal pinkeln, sollte essen, dies und das, wird alles ignoriert. Der Körper muss das machen, was ich will. Und auch wenn ich ihn total vernachlässige und irgendwie in einer Suchtproblematik lande, das Gemeinsame ist, der Körper muss erdulden, was das Bewusstsein will. Mhm. Oder? Und da die Kontrolle, oder, ist einfach Stress für den Körper. Wenn der Körper, ohne dass er gehört wird, wie du es am Anfang gesagt hast, erdulden muss, was das Bewusstsein will, oder, das ist einfach Stress für den Körper. Das ist auch dann dort, wo man Stresslevel misst, wo das Cortisol hier bis zum Hals ist, wo ich dann je nachdem auch schlecht schlafe, wenn ich in einer führenden Position bin, meine Mitarbeiter Stress, oder weil einfach alles auf Leistung, ja, mein Körper und der Firmenkörper, alles muss so sporen, wie ich jetzt das will. Und wenn ich das lang genug gemacht habe, dann habe ich andere, die eben auch so sind, oder? Und dann komme ich in einen Konflikt, das heißt, es kommt dann zum Kampf. Wenn mein Körper beispielsweise beginnt und sagt, ja, jetzt tut mir die Achillessehne weh vom vielen Joggen, meinen 40 Kilometer die Woche, und der Kopf sagt, aber du rennst jetzt weiter, oder? Und dann wird geschmiert und Schmerzmedikamente genommen, oder? Dann kommt es zum Kampf zwischen Körper und Bewusstsein. Und wenn ich genug von diesem Kampf habe, dann ist der Ofen aus und ich bin erschöpft und mag nicht mehr, oder? Diese das ganzen Burnout. Das Zeichen des Lebens, du kommst zu einer Kreuzung, jetzt geht's nur noch rechts oder links. Du musst was ändern. Genau. Das sind die Wendepunkte. Mhm. Und auch diese Entwicklung von Kontrolle. Zuerst will ich meinen Körper kontrollieren, dann kämpfe ich gegen ihn und am Schluss bin ich einfach erschöpft. Das sind auch drei Phasen, ja, die jeder einfach durchläuft. Mhm. Und jedes hat auch wieder eine Lösung. Also wenn ich Kontrolle habe, ich muss Vertrauen in meinen Körper entwickeln. Dann ist der Kontrollfrage weg, oder? Wenn ich meinem Körper vertrauen kann, wie du sagst, oder ja, Bauchgefühl sagt mir das Ding, ich weiß, dass das stimmt, oder? Dann brauche ich nicht mehr alles kontrollieren, weil ich habe das Bauchgefühl, dass mir das sagt. Beim Kämpfen, das fällt vielen schwierig, oder? Ich muss einfach aufhören, gegen meinen Körper zu kämpfen und sagen, mein Körper ist mein Instrument, mein Freund, oder wir sind Partner, wir gehen zusammen durchs Leben, oder? Das macht keinen Sinn, gegen meinen Körper zu kämpfen. Und wenn ich erschöpft bin, ja, das auch nochmal schwierig. Da habe ich keine Energie mehr. Da muss ich irgendwie das heilige Feuer nochmal bei mir mobilisieren. Ja, für mich selber, für das Leben, für eine Beziehung, für meine große Liebe, für eine Idee, für meine Firma, was auch immer. Aber ich muss da irgendwo nochmal andocken, ja, damit nochmal, oder damit ich weiterkomme. Für mich sind wir jetzt genau in der Halbzeit der Entwicklung. Ich würde jetzt meinen, jetzt kommt dann die Erleuchtung. Der Sprung in die Esoterik, um letztendlich eine Spiritualität zu finden, wo man dann wirklich den Körper und den Geist zusammennimmt. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst als nächsten Schritt. Ja, ich habe natürlich eine sehr, ich sage jetzt mal auch immer eine wissenschaftliche Orientierung. Mhm. Und in diesem Modell halte ich mich ja sehr an die Entwicklungsphysiologie des Bewusstseins vom Kind bis zum Adult und nachher, was man aus der Psychologie weiß, aus der Stressforschung, oder? Und der nächste Schritt, der jetzt kommt, oder? Und da bleibe ich auch bei meinen Begriffen, oder? Das ist die Partnerschaft zwischen Körper und Geist. Also zwischen Körper und Bewusstsein, sagen wir das mal so. Perfekt, aber da sind wir schon in der Harmonie. Aber es gibt ja auch noch die Leute, die sagen, ich bin kein Körper, ich bin nur noch Bewusstsein. Ja, ja, dann trittst du ihn mal so auf den Fuß. Oder? Ja. Und dann wissen sie wieder, dass sie ein Körper. Mhm. Vielleicht könnte man sagen, dass sie einen Körper haben und nicht einen Körper sind. Das ist ja auch nochmal eine sprachliche Unterscheidung, oder? Und diese Partnerschaft zwischen Körper und Bewusstsein hat auch wieder verschiedene Stufen. Und die erste Stufe beginnt mit, da könnte man sagen, Flow. Also was immer ich mache, ich bin im Flow mit meinem Körper. Das sieht man bei Fußballspielern beispielsweise, das sieht man im Leistungssport. Das erlebe ich aber auch ganz
ganz im Kleinen, ganz privat, dass ich Freude habe, ja, an meinem Körper, dass er mit Leichtigkeit irgendwie aufsteht, dass er Energie zur Verfügung stellt, im richtigen Moment mal eine Pause braucht, oder dass ich andere Menschen inspiriere, ja, dass andere Menschen in meiner Gegenwart sagen, ja, du hast irgendwie eine gute Ausstrahlung, so dass das wären solche Qualitäten, die eben von dieser Partnerschaftsstufe mit dem Körper zeugen. Und die nächste Stufe ist nachher, dass der Körper hat ja ein unglaubliches Sensorium. Wir haben, die meisten Menschen glauben, wenn ich sie frage, wie viel Nerven gibt es, die sensorisch von unten nach oben und wie viel dann motorisch von oben nach unten, sagen irgendwie, ja, die Motorik dominiert oder 50-50, aber die Wahrheit ist, oder, wir haben 9-mal mehr so wie runter. Aha. Also der Fuß beispielsweise, wenn du den aufsetzt in einem Flussbett, oder, der meldet dir die Oberbeflächenschaften, den Stein, die Temperatur, ob es rutscht, nicht, ob da noch was sich bewegt im fließenden Wasser, oder, wir haben so ein Sensorium, und da ist das Intuitive noch gar nicht angesprochen. Und wenn ich dieses Sensorium genügend entwickle, dann und meine Wahrnehmung wirklich offen wird, oder, dann kann der Mensch Dinge beginnen wahrzunehmen. Der Körper liefert dann Informationen, die über das Normale hinausgehen. So ganz einfaches Beispiel, das die meisten kennt, das Telefon klingelt und man weiß, wer anruft. Mhm. Das wäre so das, das haben so viele Leute erlebt, oder, dass es salonfähig ist in allen Kreisen, dass man das so als Beispiel nehmen kann. Das zeigt aber, dass ich ein Sensorium entwickelt habe, ja, für das Feine. Und das kann dann wirklich, wenn ich das weiterentwickle, bekommt das visionäre Qualitäten im Sinn davon, dass ich wirklich, also, dass ich mich vom Potenzial der Zukunft inspirieren lasse, was alles möglich ist. Das heißt nicht, dass das dann so sein muss, aber der Möglichkeitsraum beginnt mich zu inspirieren und ich bin nicht nur auf Fakten und Zahlen reduziert. Ja, so, oder? Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Und wenn ich das noch weiterentwickelte, diesen Raum der Möglichkeit zu einem Punkt und das zur Meisterschaft bringe, oder? Das ist dann die Meisterschaft. Und da gibt es ein schönes Beispiel, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von einem Eugen Herrigel. Der war lange in Japan und der beschreibt eben einen Bogenschützenmeister. Und der war schon steinalt und dann ging das Murren im Kloster los und sie wollten ihn absetzen, er sei schon zu alt und nicht mehr zu gebrauchen und so. Und dann sagt er, also ich erzähle es jetzt frei so, oder wie ich es in Erinnerung habe, kommt her und dann machen sie den langen, langen Gang, machen sie ganz dunkel. Vorne steht Zielscheibe mit einem schwarzen Punkt drauf gemalt und oben drauf steht eine kleine Kerze. Mit verbundenen Augen nimmt er dann einen Pfeil in seinen Bogen, oder, und trifft ins Schwarze. Oder? Und dann kommt eben das Entscheidende, oder? Dann nimmt er, was niemand erwartet hätte, blitzschnell einen zweiten Pfeil und spaltet den ersten. Und so im Sinn, weißt du, mal ins Schwarze treffen kann jeder. Aber zuverlässig jedes Mal ins Schwarze treffen, das zeichnet den Meister aus. Ja. Oder, und das ist dann die Arbeit am Körperbewusstsein, oder? Dass ich, sei es jetzt im Hochleistungssport, aber sei es auch in der Meditation, in der Körperhaltung, was immer ich mache, oder, dass ich dann das wirklich zur Vollendung, ja, über den Flow, den ich habe, über die verfeinerte Wahrnehmung, eben dann bis zur Perfektion, dass ich das so entwickle. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, oder, dann beginnt ja die erste Phase, die wir hatten, beginnt in Abhängigkeit. Ich bin vom Körper Abhängigkeit und ich muss diese Abhängigkeit loswerden, damit ich selbstständig werde. Und die zweite Phase ist geprägt von Unabhängigkeit. Das Bewusstsein will unabhängig sein vom Körper. Und ich muss auch diese Unabhängigkeit loslassen, damit ich fähig werde zur echten Partnerschaft. Und jetzt in meiner klinischen Erfahrung ist es so, wenn Menschen das verstehen, dass es gesetzmäßige Entwicklungsstufen gibt und dass jeder Mensch die durchläuft, und wenn ich dem Körper mich ausgeliefert fühle, ja, dann geht's darum, ja, dass ich damit so umgehe, dass ich erwachsen werde. Und wenn ich
wenn der Körper nicht das macht, was ich will, dann muss ich verantwortungsbewusst und liebevoll auf meinen Körper zugehen, damit ich nachher zu dieser Partnerschaft komme. Und wenn ich dann diese Partnerschaft habe, oder mit dem Flow und der Feinfühligkeit, oder kann ich mich dann weiterentwickeln. Das ist in groben Zügen ja die Entwicklung des Körperbewusstseins von den Anfängen bis zur Meisterschaft. Wieso hast du dich mit dieser Idee, mit diesem Thema so beschäftigt? Durchs Aikido. Also ich habe 20 Jahre Aikido gemacht, oder? Und dann fängt man halt an, wie muss ich da mal rollen und fallen, und wenn da Energie kommt, wie gehe ich weg, wie muss ich meinen Arm und meine Füße irgendwie in die Luft stellen, oder? Mhm. Und dann war ich ein Jahr in Japan und habe dann gesehen, es gibt Menschen, die können Dinge machen, von die kann ich nicht, oder? Und das interessiert mich dann. Und dann habe ich gelernt, eben zuerst die Technik, oder? Und dann merkt man, es gibt aber bestimmte Dinge, das hängt nicht von der Technik ab, sondern eben dann vom Timing, oder? Dass ich einfach den richtigen Moment erwischen muss, und das wieder hängt mit dem Bewusstsein zusammen. Und dann habe ich mich eben vertieft mit diesen ganzen Modellen auseinandergesetzt, ja. Mhm. Und bin dann so, habe auch einen Psychologen aus Hawaii, den Dr. Spezzano, der hat mir da auch sehr geholfen, im Verständnis zusammen mit seiner Frau, oder so ein Grundverständnis zu entwickeln, ja, wie das die Entwicklung des menschlichen Körperbewusstseins funktioniert. Sehr eindrucksvoll. Aber ich frage mich jetzt auch zum Beispiel gerade, wo steht der Mensch, wenn er sich schnell für irgendwelche chirurgische Operationen entscheidet, ohne jetzt die Ursache zu suchen, oder immer nur Schmerzentabletten schluckt, statt zu sagen, warum tut's weh, der ist noch nicht in der Partnerschaft drin, oder? Ja, das kann man so nicht sagen. Das kann zum Beispiel sein, dass der jetzt im Stressbereich ist, oder? Und will einfach Kontrolle und sagt, also ich kann es nicht mehr kontrollieren, also soll es der Arzt für mich kontrollieren, der operiert das zusammen, schneidet das raus und fertig. Es kann aber auch sein, oder, dass jemand in der Hilflosigkeit ist, oder? Und sagt, ich weiß einfach nicht weiter und es tut mir weh und ich habe alles probiert und so. Und ja, Herr Doktor, Sie müssen mir sagen, was es ist. Oder es kann auch sein, dass er im Erschöpfungszustand sagt, schau, ich habe alles probiert, ich habe Therapie gemacht, Komplementärtherapie und so, alles nützlich. Ich gebe auf, weißt du, macht mit mir, was er wollt. Mhm. Und es, ein Meister, oder? Es könnte zum Beispiel auch ein Meister in der Meisterschaft, oder? Wenn ich sage jetzt mal, ein Dickdarmkarzinom habe und ich spüre das irgendwie selber, oder? Und dann sage ich, okay, ich gehe zum Chirurg, lass mir das rausschneiden. Vielleicht sogar ohne, dass ich die Diagnose jetzt medizinisch alles verstehe, sondern einfach, weil ich merke, das ist nicht gut, das muss raus, und suche mir einen Chirurg, melde mich morgen an, dann ist das ein Akt, ja, das einzige Richtige, was man in der Situation tun kann. Auch eine Partnerschaft, ja, okay. Auch eine Partnerschaft, ja, ja. Oder? Mhm. Und ich habe da ein ganz spannendes Erlebnis noch als in meiner Zeit, als ich in Hawaii war, da gibt es das zweitgrößte Delfinarium, eine ganze Lagune abgesperrt, und ich kenne den Leiter dort, und der hat mir aus erster Hand, habe ich die Geschichte erzählt, da war eine Freundin von ihm zu Besuch, und die wollen dann immer mit den Delfinen schwimmen, und er sagt dann zu ihr, ja, du kannst schwimmen, aber das funktioniert nur, wenn die Delfine Lust haben, ja, die sind frei. So, und dann passiert das, was noch nie passiert ist, dass einer der Delfine mit vollem Karacho auf die Frau zukommt und sie so rammt, dass man sie mit gebrochenen Rippen aus dem Wasser ziehen muss und ins Spital. Dort macht man ein Röntgenbild. Und dann sieht man, dass sie genau dort, wo der mit der Schnauze rein ist, oder, dass sie dort einen bösartigen Knochentumor hat. Und die Interpretation ist nachher, dass der Delfin das mit seinem Sonar gespürt hat, das ist nicht gut, und einfach ganz direkt kommuniziert, das musst du anschauen. So. Und die Geschichte finde ich unglaublich. Und wenn ein Delfin, er als auch ein entwickelter Meeressäuger, diese Möglichkeit hat, das bei einem Fremden wahrzunehmen, oder? Kann man nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, oder dass jeder Mensch sein Sensorium so weit entwickeln kann, seine Intuition und seine Instinkte, oder? Dass ich wirklich ein Gefühl dafür bekomme, was bei mir los ist. Und viele Menschen verlieren eben genau das, oder? Mhm. Sie werden dann, sie glauben an die Laborergebnisse, oder? Es war ja so, dass wir gesunde Menschen nicht mehr ins Restaurant durften, oder? Weil irgendein Test oder so. Also, wir werden eigentlich systematisch, gibt es viele Tendenzen, die uns entfremden, so dass wir die grundlegendsten, jedes Tier weiß, ob es in der Höhle bleiben muss oder raus.
Die Patienten fragen mich, soll ich zu Hause bleiben oder kann ich rausgehen, oder? Dabei ist es viel besser, man spürt das selber. Aber es hilft natürlich, wenn ich diese Partnerschaft habe. Oder wenn ich mich dem Körper ausgeliefert fühle oder den Körper eh einfach da in meinen Kopf durchsetze, oder? Das sind schlechte Voraussetzungen. Also wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich durch diese Entwicklung durchkommen und dann diese Partnerschaft, ja, leben. Daher eben auch, weißt du, Körperbewusstsein, dass wir von der Körperlichkeit über das Bewusste, ja, dann wirklich in das Sein kommen. Super schön erklärt und etwas Neues, was ich gehört habe. Auch das mit dem Delfin, super schöne Geschichte. Ja. Habe ich übrigens auch schon von Hunden gehört. Ja, ja, die schnüffeln das, gell? Ja, ja, beim Herrchen oder bei der Mutter, oder? Und, ja, die haben wirklich noch eine Nase dazu. He? Ja. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und auf diese Reise war ich ganz überrascht, wohin es geht. Aber ja, ist schon faszinierend. Es ist tatsächlich so, jeder erlebt das durch diese Reise hindurch. Ja, und das Wichtige ist, wenn ich mal eine Standortbestimmung mache und weiß, wo ich stehe, dann sind die nächsten Schritte klar und dann bleibe ich nicht, weißt du, für die nächsten Jahre dort meine Zelte aufschlagen, sondern ich schaue, dass ich weiterkomme, oder? Und die so schnell wie möglich in echte Partnerschaft mit dem Körper, das ist, was ich dir, mir, weißt du, jedem Menschen, speziell wenn sie gesundheitlich gefordert sind, wünsche. Danke, ganz herzlich. Das war für Sie der Dr. Meg Christian Larsen und ich kann Ihnen nur ganz herzlich Danke sagen, dass wir da wieder einiges lernen durften und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie eine innige Partnerschaft mit Ihrem Körper leben. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.